Ich sage euch, wie es ist, Leute. Hood Cuisine ist wieder am Schlüssel. Wunderschönen guten Tag, Party Peoples. Wir machen eine Brokkoli-Kartoffelsuppe mit Pinienkerne und Knoblauch-Ciabatta. Geil oder geil? Los geht's, Leute. Wir fangen an, bevor es wieder 5 Stunden dauert. Es wird eh 5 Stunden dauern. Warum ein Brokkoli? Danke, dass du sagst, Grino, dass der Bauch auch mal mehr war. Seit der Glucose-Trick das Buch gelesen und man auf Zucker verzichtet, und das ist auch schon ewig her, ist auf jeden Fall Dingens. What makes a life? Ach Leute, ich habe wieder Bock, bis sie kochen. Früher haben wir ja immer hier alles verkabelt. Ich hatte früher zwei 20 Meter Kabel für eine Kamera hier und für eine Kamera da oben für die GoPro. Und jetzt habe ich einfach das IRL-Setup genommen. Handy, ist zwar ein bisschen Latenz-Styles, aber ist halt nicht so viel verkabeln. Ich hoffe trotzdem, ihr seht alles. Wisst ihr, was eine ganz schwierige Sache ist? Ich fand früher mal abtören, Bierkisten zu holen. Deswegen bin ich auch nicht so der Biertrinker. Ab und zu mal einen Weizen. Ich habe mit Alkohol eigentlich wenig mittlerweile zu tun. Aber seit Paulaner habe ich diese Kisten entdeckt. Für mich. Warum machen die das so leicht? Paulaner, ihr seid Schlawiner. Ich sage euch, wie es ist. Da nimmt man dann doch mal schneller so ein Ding mit. Verdammte Axt. Zuallererst, Leute, wir müssen irgendwie hier 5000 Zuschauer bekommen, damit HelloFresh uns Boxen schickt. Liebes HelloFresh-Team. Ihr schickt, wir kochen hier und machen richtig Rambazamba. Mein Lieblingsinstrument für die Küche, Leute, das Schaber. Dieses geile Messer haben wir doch mal geschickt bekommen. Erinnert ihr euch? Für die Hood Cuisine. Aber ich sage euch auch gerade, wie es ist. Das Schnippeln macht auch gerade wieder ein bisschen Entspannung im Deckel. Ich hatte damals das letzte Mal HelloFresh, vor wie vielen Jahren waren die Überdosis-Lieder? Mit dem Paprika. Wann haben wir die Paprika vom Paprika? Für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich blende gleich mal ein Bild ein. Das letzte Mal, als wir, glaube ich, oder die letzte Mal, als wir HelloFresh geordert haben, da haben ein paar Zutaten gefehlt und wir haben einfach alles vollgepackt mit Paprika. Also hatten wir eine Hauptspeise mit Paprika, Dessert mit Paprika, getoppt mit Paprika. Und dann habe ich gedacht, okay, da müssen wir jetzt mal pausieren, Digga. Ey, wisst ihr, was ich immer wieder lieb? Wenn man Zwiebel anröstet, sagt man, geil oder geil? Kräuterzuppeln ist so eine Sache, ne? Oh, frischer Basilikum. Alter Vater, sagt man. Gut oder gut? Also ich bin pflegeleicht, was Sachen angeht. Also es gibt, glaube ich, nichts, was ich so gar nicht mag. Ich glaube, ich kann mir alles reinjagen, essenstechnisch. Außer Fleisch mittlerweile natürlich, das geht nicht mehr. Oh ey, und dieses Zuppeln ist gerade so meditativ, dass ich hier fast aus der Kinnlade raustropp. Sag ich euch, verzählt's nicht weiter. Ist ja schmeckt. Leute, ich zeige euch was. Game Changer. Wenn ihr Joghurt esst, Natur Alpro Mandel. Du haust dir den rein, bam. Gefrorenes Obst. Da habe ich meistens hier die lockerflockiger bunte Früchte-Mix. Schmeißt du dazu rein. Natürlich die Hälfte nur. Dann machst du die Kakao, die Bio-Kakao-Nips dazu. Bam. Und obendrauf, wie eben gesagt, diese Soja-Flakes. Oder wie heißen die? Soja-Crispies. Dankt es mir später. Hood Cuisine, wir sind zurück. Die Hälfte vom Gouda, gehackte Petersilie dazugeben. Gehackte Petersilie dazugeben. Also, Knoblauch hineinpressen. Wer mag Knoblauch, Leute? Sag mal, wer kann nicht genug Knoblauch haben? Wo sind die Knoblauch-Heads? Sag mal, wo sind die Party-Peoples mit zu viel Knoblauch gibt's nicht? Sag mal. Geil. Trink mal Zitronenwasser oder so. Haben wir auch schon, habe ich schon 10.000 Mal gesagt. Jeden Morgen, direkt nach dem Aufstehen, Limette, also Wasser, Limettensaft rein, Himalaya-Salz, Knobi FTW. Okay, jetzt vermengen wir das. Käse, Petersilie und Knobi. Das ist praktisch fürs Ciabatta-Topping. Ist die Deckellampe für euch besser? Ab einem gewissen Alter ist es super wichtig, dass man auch nicht liest, wenn es zu dunkel ist. Deswegen ist es eine extra Küchendeckellampe, um die Rezepte zu lesen. In einem großen Topf ohne Fettzugabe Pinienkerne. Okay, jetzt müssen wir hier mal Platz machen. Also Deckellampe, ganz importante. Blendet euch irgendwas? Jetzt machen wir gerade die Pinienkerne. Ich weiß nicht, ob du die Hood Cuisine damals mitbekommen hast. Oder wer die Hood Cuisine nicht mitbekommen hat. Ausrufezeichen Hood Cuisine. Oder in der Videobeschreibung verlinke ich nochmal das Video. Oder genau hier jetzt. Ich merke, ich habe zu wenig Schüsseln. Wir brauchen noch viel mehr Schüsseln. Bei HelloFresh musst du wieder hier Schüsseln, da schnippeln, dies machen. Oh, jetzt wird's geil. Ey, wer liebt es genauso? Hört ihr das? Zwiebeln anputzen. Oh, besteste. Auch vom Geruch her.
Love it. Kartoffelwürfel und Brokkoli. Ich finde eh geil, wenn die schlotzig ist, die Suppe. Habe ich ja letztens auch erzählt, oder schon sehr oft erzählt in Hood Cuisines. Ich habe halt keinen Bock, immer wieder einkaufen zu gehen. Deswegen wieder HelloFresh aktiviert. Liebes HelloFresh-Team, klappe die 10.000. Schick mal. Komm, schick mal ein paar Boxen. Ja, komm, schick doch mal ein paar Boxen. Dann machen wir jetzt geile Scheiben. Oh. Und dann hauen wir da hier diese Käse-Styles drauf. Riechen wird es immer einwandfrei. Als hätte ich nie was anderes gemacht. Zack, zack, bam, bum. So, wir legen jetzt hier Ciabatta-Styles drauf. Petersilie, Knoblauch, Käse-Mix. Den böllern wir jetzt hier mal überall schön auf. Ich merke gerade, es chillt sehr hart wieder, ne? Aber die Suppe ist wenig. HelloFresh für zwei Personen, schwierig. Crème fraîche zur Suppe. So, jetzt Pürierstab. Jetzt kann es wieder Sauerei geben. Ich weiß, dass der Großteil jetzt wieder sich erfreut, wenn ich mich gleich komplett zusoße, ne? Boah, die hat eine geile Konsistenz. Die ist schlotzig. Oh shit, ist die Cremarino. Okay, den Stein hat es, glaube ich, da hinten in die Ecke gejagt. Habt ihr den gesehen? Um 28 machen wir die raus. Wir richten ja natürlich wieder an, ne? Das liebe ich natürlich immer. Brot ist auch geil, seht ihr? Eigentlich voll simpel, aber geil. Bisschen Käse noch so. Pinienkerne. Basilikum auf Grünmodus. Bam. Ich bräuchte eigentlich jemanden, der kocht und ich will immer nur anrichten. Wir haben auch schon gesagt, wenn es nicht geschmeckt hat, aber das ist schon krass. Ja, ey, guck mal, das ist das Krasse, dass halt alles stimmt. Dann hast du so eine kleine Muskatnussmischung. Dann hast du hier Gemüsebrühe. So, das ist so, weißt du, dann hast du, wenn wir so irgendwas machen würden, okay, wir brauchen Gemüsebrühe. Dann musst du gleich so 28 Liter Fass Gemüsebrühe heimschleppen und dann hast du da Gemüsebrühe. Das benutzt du dann nie wieder so. Wir werden es erstmal so lang machen, wie lang es turnt. Heute war es wieder, es war nice oder es ist nice, bis auf die Menge. Da müssen wir mal gucken. Ja, Piti, zur Corona-Zeit, genau das hast du noch geschrieben, zur Corona-Zeit war wirklich Dingens. Das war auch wirklich der einzige Weg so, um halt mit den Leuten noch Action zu haben, Spaß zu haben. Ja, ey, da haben wir manchmal hier Ding, habe ich hier manchmal, sag mir, DJ-Streams gemacht. Mit so LEDs, alles war bunt aufgelegt. Zwei Tage nicht laufen können, weil ich immer so da stand. Nee, so abgeknickt, bedrückt und so, weißt du? Danach so alles zusammengebaut und gemeint, oh ey, war ein geiler Stream. Kann zwar drei Tage nicht laufen, aber die DJ-Streams in der Küche hier, die sind richtig gut. Mystox, was geht ab? Nee, ich trage nie Schuhe zu Hause, guter Call, aber in der Hood Cuisine schon. Weil wenn ich dann mal schnell oder so, dann fliegen mir die Schlappen weg. Ich habe eigentlich immer Schlappen an. Adiletten oder so, halt so Billo-Schlappen. Aber nee, bei der Hood Cuisine, Crimpwalk in der Hood Cuisine geht nur mit Schuhen. Aber guter Call. Ey, wenn's kommt, dann kommt's. Das war ein richtig guter Slogan, ne? Abschließende Worte, wenn es kommt, dann kommt's. Das sind die Lebensweisheiten aus der Hood Cuisine. Die solltet ihr euch auch natürlich nicht tätowieren lassen. Aber wenn es kommt, dann kommt's. Leute, in diesem Sinne würde ich sagen, es war wieder wunderschöne Hood Cuisine Styles. Falls ihr das jetzt hier auf YouTube schaut, nochmal angenommen, wir haben jetzt hier so ein kleines Highlight-Video geschnitten. Checkt alle sozialen Plattformen in der Videobeschreibung. Ganz neu auch Member. Bleibt lieb, bleibt gesund. Chapeau, au revoir.